Eigentlich dürfte Dinash hier gar nicht stehen. In Indien gilt allgemeine Schulpflicht für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren. Dinash ist 13. Seit einem Jahr arbeitet er in dieser Weberei in Karur. Sein Tag beginnt früh morgens auf dem Boden neben dem Bett seiner Mutter. Der Vater hat die Familie vor Jahren verlassen. Die herzkranke Mutter kann nicht arbeiten, braucht Medikamente. Da gab es für Dinash keinen anderen Weg. Rund 8 Euro verdient er am Webstuhl. Nicht pro Stunde. Und auch nicht am Tag. Die 8 Euro sind sein Wochenlohn. Während andere Kinder im Bus zur Schule fahren, läuft Dinash zur Arbeit. Natürlich wäre ich lieber in der Schule geblieben, sagt der Junge. Aber wovon sollen wir leben? Wir müssen essen und Miete bezahlen und meine Mutter kann nicht arbeiten. Allein in der südindischen Stadt Karur verdingen sich rund 20.000 Mädchen und Jungen in der Textilindustrie. Kinder gelten als fleißige und billige Arbeitskräfte, die nicht aufmucken. Dass deren Beschäftigung illegal ist, scheint niemanden zu kümmern. Wir produzieren für den Export, erklärt die Besitzerin der Weberei. Durch die vielen Zwischenhändler machen wir kaum Gewinn. Deshalb beschäftigen wir auch Kinder. Ohne sie könnten wir selbst nicht überleben. Den Jungen, so sagt sie, beschäftigt sie vor allem aus Verbundenheit gegenüber dessen Mutter, mit der sie befreundet ist. Auch die 12-jährige Renuga hat früher in der Textilindustrie gearbeitet. Heute besucht sie eine von Terre des Hommes finanzierte Übergangsschule. Durch die Arbeit habe ich wichtige Schuljahre verpasst. Hier wohne und lerne ich jetzt seit einem Jahr, um später den Anschluss an die normale Schule zu schaffen. Anfangs wollte ich gleich wieder nach Hause, aber inzwischen fühle ich mich hier wohl. Ich habe Ziele für meine Zukunft, die ich auch erreichen werde. Heute ist in der Übergangsschule Tag der offenen Tür. Renuga zeigt Dinash ihre neue Welt. Hier leben und lernen Kinder unterschiedlichen Alters zusammen. Das Zentrum kümmert sich vor allem um ehemalige Kinderarbeiter. Die Lehrer wollen den Schülern nicht nur Wissen vermitteln, sondern mögliche Schulängste abbauen, die Kinder in ihrer gesamten Entwicklung fördern. Anders als im klassischen Frontalunterricht lernen die Kinder hier sitzend im Kreis. Für Dinash eine ganz neue Welt. Zunächst noch schüchtern, findet er sich bald ein. Und so schlecht schneidet er bei den Übungen gar nicht ab. Für eine Aufnahme im Zentrum zählt ohnehin nur sein persönlicher Wille, den Weg zurück zur Schule zu finden, vor dem viele Kinderarbeiter zurückschrecken. Zu groß ist der Druck zu Hause. Und so muss auch Dinash erstmal seine Mutter überzeugen. Ohne Hilfe von außen kann sie auf den Lohn des Sohnes einfach nicht verzichten.